In Berlin begrüße ich Konstantinos Tsetsos. Wie sehr sind Cyberangriffe schon ein etabliertes Geschäft der organisierten Kriminalität? Ja. Guten Abend aus München. Die sind sehr etabliert. Also man muss sich das so vorstellen, so wie quasi der digitale Anteil am Markt steigt, steigt natürlich auch das Interesse an Organisationen im Bereich der OK, also organisierten Kriminalität, dann natürlich diese Märkte anzuzapfen. Das sieht man dann in Form von Ransomware-Angriffen auf Krankenhäuser, aber auch auf einzelne Individuen. Da werden Bankdaten abgefischt oder andere Daten, um natürlich einen monetären Vorteil sich zu ergaunern und zu erschleichen. Und es wird natürlich, je mehr die Wirtschaft im digitalen Bereich wächst, zukünftig auch ansteigen. Also Sie sagen auch Privatleute, die Individuen und Industriebetriebe haben zu kämpfen, aber wie viel gefährlicher ist das denn dann auf staatlicher Ebene und gar in der Verteidigungspolitik? Also, exponentiell gefährlicher natürlich, weil auf der einen Seite steht ökonomischer Schaden bei Unternehmen oder Individuen und auf der anderen Seite geht es um die grundsätzliche Funktionalität von Staaten. Da werden dann beispielsweise kritische Infrastrukturen unterminiert oder angegriffen oder man nistet sich ein, um dann zu einem späteren Zeitpunkt koordiniert mit anderen Angriffen Störungen, Disruptionen oder gar Ausfälle zu verursachen. Und das kann natürlich die Funktionalität der staatlichen Organe, aber auch ganzer Gesellschaften de facto über einen längeren Zeitraum ausknipsen. Was tut die NATO denn da zu ihrem Schutz und damit letztlich zum Schutz von Millionen Menschenleben? Naja, also die NATO hat eine spezifische Rolle. Es handelt sich um eine internationale Organisation, die kommt von oben. Also wir haben hier ein Top-Down-Prinzip. Die Organisation weist ihre Mitglieder an, in bestimmten Bereichen eben Maßnahmen zu ergreifen und zu verbessern, die Koordination zusammenzuarbeiten, Partnerschaften zu gründen. Das aber alles nur ist eine komplementäre Tätigkeit seitens der NATO. Der Fokus bei der NATO ist natürlich auf Abschreckung und Verteidigung. Die Hausaufgaben selber müssen natürlich die Mitgliedstaaten bringen. Dazu haben sie sich auch verpflichtet unter Artikel 3 der NATO, wo es darum geht, eben die nationalstaatliche Resilienz in allen Bereichen zu intensivieren. Und so gesehen hat die NATO eher eine Koordinierungsrolle. Diese Konferenz in Berlin, wir haben ja eben die Bundesaußenministerin gehört, wir haben den NATO-Generalsekretär gehört. Was muss diese Konferenz vorrangig leisten? Also ich denke, diese Konferenz leistet bereits schon vorrangig sehr viel. Einerseits geht es um die Sensibilisierung, weitere Sensibilisierung zu dem Thema. Wir reden seit 10, 15 Jahren dazu. Es gibt auch sowohl auf der nationalstaatlichen Ebene als auch eben in internationalen Organisationen wie der NATO genug Initiativen, um etwas umzusetzen. Entscheidend ist, dass es eben weiter darüber diskutiert wird. Das ist ein permanenter Transformationsprozess, den wir eben aufrechterhalten müssen. Und damit es auch runtertrickelt, quasi bis auf den letzten Teil unserer Gesellschaft, also das einzelne Individuum, damit wir eine breite Sicherheitskultur etablieren, um eben resilienter zu sein, weil in Zukunft in absehbaren Bereichen des öffentlichen Lebens, der Wirtschaft, aber eben auch kritischer Infrastruktur und verteidigungswichtiger Infrastruktur weitere Angriffe zu erwarten sind. Tja, und wie sehr ist diese Cyberkriminalität auch schon ein staatliches Geschäft autoritärer Länder? Also mehr als uns lieb ist. Meistens kriegt man ja nur diese Ransomware-Angriffe mit auf irgendwelche Landratsämter oder Krankenhäuser oder Versicherungen. Der Großteil der Angriffe im Bereich der Cyberkriminalität oder de facto sind es dann hybride Cyberangriffe, ist tatsächlich von staatlichen oder staatlichen Akteuren nahestehenden Organisationen wird es geleitet. Von dem Aspekt, die dominieren im Grunde das Feld. Es sind auch die größere Schaden verursachen und größere Disruptionen verursachen können, als jetzt nur eben punktuell ein Unternehmen zu stören oder ähnliches. Da haben wir es mit hybrider Kriegsführung zu tun, der fünften Generation, also alles nicht kinetische Mittel, wo es darum geht, gezielt kritische Infrastruktur eben auszuschalten, staatliche Organisationen zu schwächen, wie eben auch vom Generalsekretär erwähnt, zum Beispiel militärische oder polizeiliche Aufgaben quasi zu unterminieren, indem man deren Kommunikationsmittel ausschaltet. Und im Großen und Ganzen kann man auch sagen, in Zukunft werden wir das viel mehr begleitend eben sehen als Vorbereitung für einen konventionellen Angriff. Seit den Kriegen in der Ukraine oder in Nahost ist immer die Rede von der Gefahr eines Flächenbrandes. Wie groß ist denn die Gefahr eines Cyberkrieges und mit welchen Folgen müsste man da rechnen?
Also ein Cyberkrieg läuft ja im Grunde permanent ab. Wir haben es mit einer Art permanenten Scheinkriegszustand zu tun, nicht nur im Cyberbereich. Also Sie kennen, es gibt 5 Domänen. Wir sind gerade, also Multi-Domain-Operationen nennt das die NATO. See, Land, Luft, Weltraum und eben Information, Schrägstrich Cyber. Und in all diesen Bereichen ist unterschwellig im Grunde von einem permanenten Kriegszustand auszugehen, wegen dem Systemkonflikt, in dem wir uns gerade befinden, zwischen offenen Gesellschaften wie den Demokratien des Westens und eher zu autoritären Regierungsformen neigenden russischen oder chinesischen Gegenmodellen. Von dem Aspekt läuft dieser Krieg quasi permanent in unterschiedlichen Intensitäten, mal mehr, mal weniger. Alle Zeichen deuten jetzt leider darauf hin, dass es da zu einer größeren Eskalation wird. Es ist halt schwer zu bemessen, weil wir natürlich mehrmals dort unter dem Bereich der klassischen Kriegsdefinition und Kriegsschwelle liegen. Also meistens ist sind diese Cyberangriffe in der Einleitungsphase zu finden und eben die hören dann meistens auch ganz kurz vor dem Krieg auf. Das hängt damit zusammen, dass es ein Attributionsproblem gibt. Also es ist wahnsinnig schwer herauszufinden, wer denn jemanden dann tatsächlich angegriffen hat, weil man seine, sag ich mal, die Quellen ziemlich gut vertuschen kann. Konstantinos Tsetsos, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Grüße nach Berlin.